Kinderlein aus der DDR und die schnelle MZ. Und 30.000 Zuschauer sind gekommen, um diese Weltenliebe zu sehen. Stundenkilometern fährt er auf der MZRE 125 einen neuen Rundenrekord. Straßenrennen sind für MZ mehr als eine sportliche Demonstration. Unter härtester Beanspruchung des Materials im Renneinsatz lassen sich wichtige Grundlagenforschungen treiben. Für den Bau moderner und zuverlässiger Motorräder des Alltags sind diese Erkenntnisse für MZ unerlässlich. Technische Perfektion der Maschinen und der Fahrstil der ganz Großen des internationalen Straßenrennsports verbreiten das einmalige Fluidum eines Renntages am Sachsenring, wie er die Zuschauer immer wieder zu begeistern vermag. 250 Kubikzentimeter ist das selbstverständlich. Und mit der aufgebohrten Viertel-Liter-Maschine startet Heinz Rosner mit Erfolg auch in der Klasse bis 350 Kubikzentimeter. Dass es imstande ist, der japanischen Übermacht von Honda, Suzuki und Yamaha zu trotzen. Während die japanischen Werke Riesensummen in den Rennsport pumpen, hält sich der Aufwand von MZ in vertretbaren Grenzen. Trotzdem werden die schnellsten Zweitakter Europas den Schub aufgebaut.